Die Thesis, das war im Themenbereich Ariba Netzwerk. Das ist quasi eine Plattform, eine Cloud-Lösung, wo sich Lieferanten tummeln, sage ich mal, und mit der Einkauf dann mit den Lieferanten auf diesem Wege elektronisch Bestellungen oder Rechnungen austauschen. Und das war damals ein brandaktuelles Thema. Wie gesagt, da treffen zwei Welten aufeinander, die On-Premise-Welt und die Cloud-Welt, sage ich mal. Und das zu integrieren, war doch ein recht neues Thema zu der Zeit. Und da habe ich dann gesagt, ja, klingt doch interessant. Und habe ich dann eben quasi das Einsparpotenzial zum Beispiel beim Rechnungseingang dort analysiert, in Zahlen ausgedrückt, dass man sieht, was hat man denn davon, wenn man dieses Netzwerk nutzen würde. Und ja, danach bin ich, wie gesagt, eingestiegen bei der Absolut, durfte das Thema auch intern weitertreiben, habe dann Demosysteme aufgesetzt, um das auch bei uns den Kunden zeigen zu können. Und letztendlich hatten wir dann auch die ersten Projekte in dem Bereich bei Roche, wo ich heute immer noch arbeite. Und ja, der Kunde entwickelt das Thema weiter, hat immer neue Anforderungen. Wir versuchen, die Anforderungen umzusetzen, Lösungen zu erarbeiten. Und auch Ariba bringt immer wieder neue Funktionalitäten ins Spiel, die man sich dann anschaut und evaluiert.